Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe Post bekommen und zwar aus Italien. Ja, ich kann es ja anscheinend nicht sein lassen. Ich hatte ja in einem Video gesagt, naja, die Bremse vom BMW, so wie sie konfiguriert ist, ist sie sehr gut. Naja, ich wollte aber ausprobieren, ob es nicht vielleicht doch noch ein bisschen besser geht. Und ich würde sagen, wir fangen mal kurz mit den Unboxing an und gucken mal, was alles in dem Paket drin ist. So, dazu nehme ich hier mein kleines Unboxing-Messer. Schönes Schweizer Taschenmesser. Okay, das haben wir. So, was ist denn alles in dieser Box drin? Okay, das ist der Bremslichtschalter und ein paar Kupferringe, Bedienungsanleitung. Dann hat man in diese Box noch diesen Bremsflüssigkeitsbehälter gelegt mit Schrauben, Dichtungen, Anbauanleitung. Dann habe ich noch eine Adapterschraube, denn bei der BMW ist die Bremsleitung um 90 Grad abgewinkelt und wird dann an den Bremsflüssigkeitsbehälter geschraubt. Naja, und dazu braucht man halt eben einen solchen Adapter, aber das zeige ich euch nachher nochmal in der Werkstatt. Ja, und hier kommt das Stück der Begierde. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt einigermaßen sehen. Aber das schauen wir uns nachher nochmal an dem Moped an. Gut, wir gehen jetzt runter in die Werkstatt und ich würde mal sagen, so, dann will ich euch das Ganze nochmal im Einzelnen zeigen. Das ist jetzt die Radialbremspumpe RCS 19 vom Brembo. Hier seht ihr, ich drehe es mal für euch rum. Hier seht ihr, hier könnt ihr den Weg einstellen. 20 mm bedeutet knackig, harter Druckpunkt und schnelles Ansprechen. 18 mm bedeutet etwas modulierbarer Bremsweg. Dann seht ihr dieses Teil, das ist eine Verlängerung. Na komm. Seht dieses Teil, das ist eine Verlängerung. Das heißt, ihr braucht keine extra Bremsleitung, ihr braucht einfach eine gerade Verlängerung mit einer entsprechenden kurzen Hohlschraube. Dazu werden noch zwei Kupferringe dabei. Diese noch nicht komplett festziehen. Erst wenn ihr alles wirklich in Position gebracht habt, zieht ihr erst alles fest. Danach fangt ihr erst mit dem Befüllen der Bremsflüssigkeit an. Gut. Dann habe ich hier schon mal vormontiert den Bremsflüssigkeitsbehälter in Rauchschwarz. Ich glaube, der hat 63 Milliliter Inhalt. Hier ist der Halter, der ist mitgeliefert. Da ist aber auch eine Anleitung dabei, wie das Ganze montiert wird. Apropos Anleitung. Also so sieht diese Anleitung hier aus. Ist eher, ich würde mal sagen, ja, sehr spartanisch gehalten, ist auf Deutsch, Englisch, Italienisch, also in allen menschenmöglichen Sprachen, einigermaßen verständlich, würde ich sagen. So, des Weiteren ist noch dabei so ein Brembo-Aufkleber, wer es braucht, dann eine Doppelhohlschraube, die wird bei der BMW nicht benötigt. Weil ihr geht nur mit einem einzigen Anschluss oben an den Radialbremszylinder. Und dies ist für zwei Anschlüsse gedacht. Die braucht ihr nicht. Ihr verwendet einmal die Originalschraube und ihr bestellt einmal eine kurze Schraube. So, des Weiteren ist hier noch ein Bremslichtschalter inklusive. Aber den braucht ihr nicht, denn die BMW macht das ein bisschen anders. Sie hat einen Drucksensor und daran erkennt sie, dass gebremst wird und schaltet dann das Bremslicht über CAN-Bus ein. So, was braucht ihr noch? Ihr braucht für die neue Pumpe einen 8er Ringmaulschlüssel, 8er Nuss oder desgleichen. Eine kleine Ratsche. Einen 40er Torx für die Bremsleitung. Einen 30er Torx für den Bremsgriff. Dann braucht ihr noch einen 20er Torx und einen
4 mm Imbus. Den braucht ihr für den Bremsflüssigkeitsbehälter, um hier oben gegenzuhalten. Ja, dann würde ich sagen, bin ich doch mit dem Erklären soweit durch. Ach so, inklusive sind noch in dieser Verpackung sind noch 4 Kupferringe. So, was wird noch benötigt? Ihr braucht auch noch einmal Bremsflüssigkeit DOT4LV. Das ist für leichte Viskosität. BMW schreibt das bei den Motorrädern vor. Ja, und ihr könnt in der Bremspumpe also dieses DOT4 verwenden. Also werden wir auch dieses DOT4 hier, dieses DOT4LV einfüllen. Von welchem Hersteller ist vollkommen egal. Ja, ich würde sagen, dann baue ich mal die alte Pumpe ab. Als erstes schrauben wir den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter ab. Dazu brauchen wir die 20er Torx. Warum mache ich das? Ganz einfach, um die alte Bremsflüssigkeit abzuschrauben. So, ganz wichtig jetzt bei der Geschichte, da Bremsflüssigkeit ätzend ist und die Haut angreift, ist es wichtig, mit solchen Gummihandschuhen zu arbeiten. Und um nachher Rückstände von der Bremsflüssigkeit zu entfernen, könnt ihr entweder Wasser nehmen, Bremsenreiniger, aber ich verwende dafür diesen Alkohol hier. Der ist nicht ganz so aggressiv wie Bremsenreiniger. Darunter befindet sich jetzt hier nochmal eine Membrane aus Silikon. So, die nehme ich jetzt auch vorsichtig ab. So, und jetzt nehme ich hier so eine fette Spritze. Und dann habe ich hier noch so einen alten Behälter. Und da fülle ich dann die alte Bremsflüssigkeit rein. Die Bremsflüssigkeit ist weitgehend abgesaugt. Jetzt werde ich die Bremsleitung lösen. Jetzt werde ich diese Schraube hier lösen. Das ist eine 40er Torx. So fest dürfte die jetzt nun auch nicht sein. Hier habe ich ein bisschen Papier drunter gelegt, damit halt eben die Bremsflüssigkeit nicht auf den Lack träufelt. Jetzt habe ich im Prinzip alles fast so weit gelöst, dass ich die Bremspumpe abbauen kann. Da läuft auch ordentlich was aus. Diese Schraube hier werdet ihr auf jeden Fall wieder verwenden müssen. So, und darauf achten, diesen Kupferring hier. Der ist hier an der Pumpe kleben geblieben. Jetzt löse ich die Schrauben von der Bremspumpe. Das sind 30er Torx. Hand runterhalten, damit sie euch nicht runterfällt. Ja, und wie ihr seht, das war es auch schon. Ich habe die Bremspumpe in der Hand. Mache direkt die Schraube hier wieder rein. Ja, und damit kann auch schon die neue Bremspumpe wieder angebaut werden. So, das Ganze ist ein bisschen Geduldsarbeit, um die Schraube anzusetzen. Ja, jetzt wird das Ganze hier festgezogen. So, okay. Nummer 1 hätten wir geschafft. Hier unten die Schraube muss jetzt noch festgezogen werden. Dann kann ich schon quasi den Bremsflüssigkeitsbehälter montieren und erstmal den Geberzylinder hier oben entlüften. Eine Ewigkeit später. So, kleiner Tipp von mir. Bevor ihr den Bremsflüssigkeitsbehälter mit dem Halter anbaut, macht erst den Schlauch auf die Radialpumpe drauf. Da sind so ganz kleine Klammern. Die haben mich gerade echt Nerven gekostet. Okay, das ist erledigt. Ich zeige euch gleich mal die Klammern, die ich meine. Jetzt mache ich erstmal den Bremsflüssigkeitsbehälter fest. Richte ihn ein wenig aus, sodass er halbwegs in der Waage steht, so wie jetzt. Mache ihn fest. Damit ist er fest. Und ich zeige euch jetzt noch schnell die Klammern. Die sind echt richtig bescheiden zu montieren. Die Klammer hier ist echt bescheiden zu montieren.
Also das müsst ihr vorher machen, bevor ihr den hier, den Bremsflüssigkeitsbehälter montiert. Mit einem Kreuzschraubendreher werden jetzt hier die Schrauben vom Bremsflüssigkeitsbehälter aufgemacht. Zack. Darunter dürfte sich mit Sicherheit auch eine Gummimembran befinden. Hier seht ihr, im Deckel ist eine Gummimembran. Ich habe jetzt die Bremsflüssigkeit eingefüllt. Und jetzt können wir mit dem Entlüften der Radialbremspumpe anfangen. So, zum Öffnen der Entlüfterschraube brauchen wir einen 11er Ringmaulschlüssel. Wieder ein bisschen pumpen. So, und das mache ich so lange, bis ich keine Luftblasen mehr in dem Schlauch sehe. Ja, und es kommt immer noch Luft. Und dabei achten, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter nicht leer wird. So, dann werden wir mal hier wieder ein bisschen einfüllen. Zum Entlüften der Bremssättel brauchen wir einen 8er Mautschlüssel. Öffnen hier die Schraube und drücken die Bremsflüssigkeit durch, bis halt eben keine Luftblasen mehr kommen. Nach rund ungefähr einer Stunde Arbeit ist die Bremse montiert, macht sich auch ganz hübsch an dem Motorrad. Und wie sich das fährt, das seht ihr dann im nächsten Video. Bis dahin, bye bye und ciao. We'll be right back.